Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um eure Accountsicherheit. Ich weiß, so ein Video habe ich schon mal gemacht, vor einem halben Jahr oder so. Aber gerade jetzt gehen wieder so viele Scams rum und von unseren Leuten wurden einige frisch gescammt. Gestern zum Beispiel hat es jemanden live im Stream erwischt und nur weil wir das mitbekommen haben und ich sofort sagen konnte, Achtung, du musst dieses und jenes machen, ist es da zum Glück nicht zu weiteren Verlusten gekommen. Also bitte lauschen, wichtiges Thema. Kramplätze müssen verdichtet sein. Ich beginne jetzt direkt mit dem Fall von gestern. Gestern hat einer von unseren Zuschauern geschrieben, dass sein Account wohl irgendwie Trade-Banned sei oder gebannt sei auf irgendeine Art und Weise, Community-Banned, weil er angeblich irgendwas mit geschmuggelten Skins zu tun hat. Und da ist mir sofort eingefallen, dass wir gerade vor, ich glaube, 2 Wochen dasselbe bei jemand anderem hatten. Und ich habe direkt gesagt, Moment, was genau steht wo? Also wir waren zum Glück im Teamspeak, ich konnte ihn direkt ansprechen, weil er wollte eigentlich bei dem Spiel mitmachen und meint, ah Mist, ich kann nicht mitspielen, scheinbar ist irgendwas Komisches in meinem Account. Und da das eben gerade vor circa 14 Tagen bei jemand anderem war, habe ich eben sofort gesagt, Moment. Ich habe ihn dann gefragt, was wo steht. Denn das ist extrem wichtig. Ich selbst war auch schon mal kurz tatsächlich Community gebannt. Und hier gibt es aber direkt 2 Riesenpunkte, die ihr dringend beachten müsst. Erstens, ich zeige euch ganz kurz dafür mein Video, das ich damals gemacht habe. In eurem Steam-Profil, ganz oben, und das ist ganz wichtig, in dem Bereich, den ihr selbst nicht editieren könnt, da steht irgendeine Nachricht. In meinem Fall, dass ich halt community-mäßig gebannt wurde. Also ungefähr hier unten, in einem Bereich, den man selbst nicht editieren kann. Und des Weiteren, meine ich, hatte ich auch hier oben irgendwie eine Meldung stehen, in Gelb, dass irgendwas nicht stimmt oder sogar in Rot. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Alles, was ihr selbst editieren könnt, kann von jemandem, der euch bereits gehackt hat, editiert werden. Ich weiß nicht genau, ob das bei dem Kollegen gestern auch der Fall war, aber bei dem anderen von vor 2 Wochen stand hier in seiner Infobox, dass der Account genudelt wurde und dann war ein Link dort gestanden, über den man sich beim Support melden kann. Und das ist ein Riesenquatsch. Der Hacker hat hier einfach irgendwas geändert, irgendwelche eigenen Links eingefügt, so wie ich es bei mir im Profil eben auch habe. Und wenn du da draufklickst, bist du richtig am Arsch. Im Vorfeld hat der Hackende nur halben Zugriff, spätestens dann hat er kompletten. Also merke, niemals hier oder hier in dieser Info, die man selbst erstellt, auf irgendwelche Links klicken. Niemals. Denn der Steam Support editiert nicht eure Beschreibung. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, der Steam Support schreibt euch niemals eine Chatnachricht. Never. Steam hat eine selbst eingerichtete Support-Seite und auf die werdet ihr hingewiesen. Ich habe euch das Ganze sogar abgefilmt. Das sieht so aus. Es ist also kein Comment, es ist auch kein Chat, sondern eine Antwort vom Steam-Support. Und wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf die Steam-Support-Page direkt in euer Ticket rein. Und man hat dann hier die einzelnen Nachrichten. Ich habe das hier geblurrt, weil da halt Informationen von mir stehen. Und ganz am Ende haben sie mir hier unten halt geschrieben, jo, hat alles geklappt. So sieht der Support-Chat aus. Es ist kein Freundes-Chat. Ich sag's hier nochmal, der Steam-Support schreibt euch nicht über den Chat irgendwas, sondern es ist in Steam selbst am Ablaufen. Gestern zum Beispiel war es so, dass der Zuschauer, den ich gefragt hatte, was ist gerade genau, wo schreibt ihr der Steam-Support? Er meinte, über den Chat. Und hinter seinem Namen steht auch in Klammern Steam-Support. Und ich habe sofort gesagt, nichts. Nicht reagieren, nichts anklicken, gar nichts machen. Der Support kommt nicht über den Chat. Es versucht jemand, deinen Account zu snacken oder hat ihn bereits zum Teil gesnackt. Und so war es auch. Ich weiß nicht genau, ob er im Chat auf den Link geklickt hatte oder ob es in seinem Steam-Profil irgendwo drin stand, rein editiert, von wegen, der Support war hier, wir können dich wieder freischalten, klick auf den Link, melde dich unter dem Link an, zack, Account weg. Er hat dann dadurch, glaube ich, 1 Skin verloren, natürlich schmerzhaft, aber zum Glück nicht mehr. Ich nehme an, weil ich ihm noch im Teamspeak hatte und sofort sagen konnte, stopp, mach überhaupt nichts, weil zu dem Zeitpunkt dachte er noch, das sei der Support. Ich habe ihm sofort dazu geraten, das Passwort zu ändern, denn soweit ich weiß, das haben wir gestern auch confirmed, sobald ihr euer Steam-Passwort ändert, werden alle Geräte, also auch Authentifikatoren, die auf einem anderen Handy bereits sind, das kann ich gleich noch erklären, wie das geht, die werden sofort entkoppelt. Und dann braucht man erst wieder dieses neue Passwort, das ihr ja gerade erst erstellt habt. Damit könnt ihr euch relativ schnell absichern. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie der Kollege im Vorfeld schon gefischt wurde, aber meistens ist es genau das. Ihr geht auf irgendeine Seite, die ihr sonst immer besucht, irgendeine Gambling-Seite, irgendeine Skin-Kauf-Seite, Skin-Baron, habt entweder die Sache nicht in die Adressleiste instantly eingegeben, sondern auf Google und habt dann einfach auf den ersten Link geklickt, zack, schon haben sie euch. Die Seite sieht exakt so aus wie die Originalseite, es ist sie aber nicht. Ihr meldet euch dort an und der Scammer hat eure Daten. Und im allerschlimmsten Fall macht ihr noch folgenden Fehler und das ist auch ganz, ganz wichtig. Es kommt ein Punkt in diesem Login-Vorgang, in dem steht, dass ihr hier was scannen sollt mit dem QR-Code-Leserich von eurem Handy halt. Und dann kriegt ihr eine SMS und ihr sollt einfach den Code, der in der SMS steht, dann da eingeben, um euch einzuloggen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Steam fragt euch nie im Leben nach einem SMS-Code, außer,
Und genau das passiert dann. Ihr wollt euren Authentifikator von einem Handy auf ein neues Handy übertragen. Dann fragt ihr euch nach dem Code. Und genau das passiert in dem Fall. Die Leute, die blauäugig vorgehen, denken sich, oh, was ist das? Naja, okay, ah, die SMS geben es ein. Und in diesem Moment habt ihr euren Authentifikator auf das Handy vom Scammer übertragen. Das heißt, der hat dann vollen Zugriff auf euren Account und kann alles damit machen. Also merkt euch, ihr müsst niemals zum Anmelden über Steam irgendwie eine SMS eingeben, also einen Code, den ihr per SMS bekommt. Natürlich kann man sich zum Einloggen den QR-Code scannen und dann auf ja, Erlauben drücken und dann ist man eingeloggt auf den Seiten. Meine Leute haben mir übrigens auch noch gesagt, dass bei einer richtigen Steam-Login-Seite der Login niemals auf der Seite selbst ist, sondern immer auspoppt als eigenes Fenster, wenn ihr euch in einem Browser einloggen wollt. Wenn sich das Ganze nicht auspoppt, dann sei man wohl auch schon jemandem auf den Leim gegangen. Ich bin jetzt hier auf Skinbaron, natürlich habe ich das von Hand angegeben, skinbaron.de. Gebt niemals auf Google eine Seite ein, nach der ihr sucht, auf der ihr euch dann mit Steam anmelden wollt, das ist nicht gut. Folgt entweder dem Link einer euch extrem vertrauenswürdigen Person oder gebt es von Hand ein. Niemals bei Google nach irgendwas suchen und dann damit Steam blauäugig anmelden, never. Und eine weitere Sache, die man jetzt hier übrigens feststellt, ist die, dass ich mit Steam, mit meinem Drittaccount, bereits in meinem Browser angemeldet bin und wenn ich jetzt hier auf Skinbaron zum Beispiel mich einloggen möchte und hier auf Login drücke, dann kommt hier nicht, gib dein Name und dein Passwort ein, sondern einfach nur, wir sehen, du bist bereits eingeloggt, bist du das? Ja, zack, sign in und dann bist du drin. Ich weiß, viele von euch haben diese ganzen Infos wahrscheinlich schon hunderte Mal gehört, da es aber jetzt gerade wieder extrem vermehrt vorkommt, musste ich jetzt einfach hier noch ein Video machen, zumal die Leute im Stream auch gesagt haben, sagt da lieber nochmal was dazu. Drei Sachen gebe ich euch noch mit auf den Weg. Ihr werdet natürlich auch außerhalb von Steam gescammt, aber bei Steam wisst ihr jetzt, bloß nicht über den Chat auf irgendwelche Links klicken, am besten niemals auf irgendwelche Links klicken, die ihr über Steam bekommen habt. Extern passiert sowas aber natürlich auch. Eine Zuschauerin von uns würde über Faceit gescammt, weil sie in so eine Scam-Hub reingegangen ist und dann da halt ihre Accountdaten verloren hat durchs Einloggen dann auf weiteren Seiten. Ihr müsst grundsätzlich extrem aufpassen, worauf ihr klickt und wie gesagt, im Normalfall findet ihr euch ja auf den einzelnen Seiten von alleine zurecht. Da braucht ihr keinen Link, der euch irgendwo hin verweist und falls doch, dann scannt den Link ganz genau. Guckt genau, ob alles richtig geschrieben ist und überprüft den Link auch gerne. Es gibt ganz viele Link-Checker im Internet, über die man Links einfach prüfen kann. Und die zeigen euch an, wohin führt der Link, ist die Seite bekannt, ist die Seite irgendwie bekannt dafür, dass sie verrucht ist oder da halt irgendwelche Scams stattfinden und so weiter und so fort. Also es kann auf jeden Fall auch extern passieren, dass ihr da weggerödelt werdet. Dann gibt es noch einen Punkt, der ist aber eigentlich in dem anderen schon inbegriffen, weil ihr sowieso nirgends draufklickt ab jetzt. Aber im Moment gehen wieder sehr viele Bots rum, die sich nennen wie jemand von eurer FL. Es gibt zum Beispiel auch gerade jemanden, der hat sich so wie mein zweiter Account genannt, Frauenarztbesucher, und fragt damit die ganze Zeit alle möglichen Leute an. Erstens habe ich keine zwei Versionen von einem meiner Accounts. Ich habe nur meinen Dummbabbler, den Frauenarztbesucher und den Guschtel. Zweitens, selbst wenn ihr euch nicht sicher seid und diesen Scammer annehmt, da seid ihr erstmal nicht verloren. Der wird euch aber halt irgendwas schreiben im Steam-Chat. Ihr wisst aber, ich klicke sowieso auf keine Links, also kann der euch so viel schreiben, wie ihr wollt. Ihr blockiert den einfach, entfernt den und reportet den am besten noch. Denn wenn ihr die Regel befolgt, dass ihr sowieso niemals auf irgendwelche Links klickt, vor allem schon mal keine, die ihr über Steam erhaltet, also über den Steam-Chat, dann seid ihr eigentlich sehr, sehr sicher. Und natürlich hilft es, wenn man nachguckt oder einfach nachfragt, was für ein Account ist denn das? Ich wurde jetzt bestimmt 15 Mal gefragt, hast du noch einen Frauenarztbesucher? Ich wurde gerade angefragt. Es ist eine sehr gute Idee, einfach nachzufragen. Ich sag's ja auch nochmal live, ich habe keine doppelten Accounts von meinen Accounts. Ich habe diese drei Steam-Accounts und mit denen frage ich eigentlich auch niemanden an. Klingt etwas abgehoben, aber ihr kommt halt zu mir. Und wenn ihr vermeintlich glaubt, ihr schreibt tatsächlich mit mir oder ich bin auf eurer FL und schreibe euch gerade was, ich würde euch niemals darum bitten, ein Team von mir zu bewerten oder Sonstiges zu machen, kurzum auf einen Link zu klicken. Never. Die einzige Frage, die ich euch eigentlich zu 99,99% auf Twitch-Stelle ist, kannst du mir deinen Trade-Link schicken? Das heißt, ihr schickt mir einen Link. Und eure Trade-Links nutze ich, um euch halt eure Gewinne zu schicken, die ihr auf Twitch zum Beispiel einfahrt oder auch auf YouTube. Aber ich schicke euch nie einen Link, auf den ihr klicken sollt. Und der dritte und somit letzte Rat ist, dass ihr nicht vergessen dürft, dass Leute mitunter einfach mal schnell irgendwo draufklicken und zack, sind sie genudelt. Das kann zum Beispiel euren Freunden passieren. Bei mir war das auch schon so, dass einer meiner besten Freunde aus meinem echten Leben, sein Steam-Account wurde ein bisschen gehackt, also er hat auf einen Link geklickt und der Scammer-Hacker, wie auch immer, hatte Zugriff auf seinen Chat und konnte somit allen seinen Freunden auch Scheiß schicken. So wie wenn jemand die E-Mail geknackt bekommt und dann an alle Kontakte Kram rausgeschickt wird. Ich habe da natürlich nirgends drauf geklickt, aber in diesem Fall ist es natürlich eine sehr vertrauenswürdige Person von mir. Wenn ich nicht grundsätzlich so ein skeptischer Mensch wäre, dann könnte das schon schwierig werden. Also ihr müsst immer dran denken, dass grundsätzlich jeder gehackt sein könnte. Und es gibt tatsächlich eben auch Leute, die hängen da ein bisschen mehr Schmalz rein, also Hacker, die
schreiben dann auch richtig mit euch, in eurer Sprache im besten Fall, und schreiben so ein bisschen rum mit euch und versuchen euch dann von irgendwas zu überzeugen. Und dann schicken sie euch einen Link. Aber einfach nicht draufklicken. Vertraut einfach bei Links, auf die ihr klicken sollt, niemandem. Warum sollte man euch einen Link schicken? Über Steam. Wenn euch jemand ein lustiges Video schicken möchte, kann er das auf Discord zum Beispiel machen. Da wird es dann auch direkt vergrößert. Und dann seht ihr es ja. Hui, der Player ist offen. Ich sehe direkt, oh, ist ein YouTube-Video. Geil. Passt bitte gut auf euch auf und verliert nicht euren Kram. Denn ganz am Ende ist leider jeder selbst schuld, wenn er halt gescammt wird. Man kann euch nämlich nicht aus dem Nichts scammen. Ihr könnt nicht einfach nicht gescammt sein, den PC ausmachen und nach einem halben Jahr drangehen und alles ist weg. Im Endeffekt gebt ihr den Scammern, den Hackern, dann wie man sie eben bezeichnen möchte, immer eure Daten von alleine, weil ihr einen Fehler macht. Und damit können die dann halt euren Scheiß klauen. Also passt gut auf, gebt auf euch Acht und haltet die Augen offen. Und da wir jetzt hier am Ende angekommen sind, zwei Sachen. Erstens nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die mir diese wunderbare Facecam gekauft haben. Ich habe letzte Woche Freitag haben wir gesagt, komm, Facecam-mäßig, mach doch was. Ich habe einen Spendenzlauf gemacht, ihr habt es direkt voll gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt so eine Elgato MK2, heißt sie, glaube ich. Sehr schick. Dankeschön. Und das zweite ist die Erinnerung an euch, dass wir ja diese Desert Eagle Fennec Fox jetzt bald raushauen. Zum Geburtstag von CS2 gibt es die für euch. Auf Twitch, da könnt ihr gerne mitmachen. Und mir fällt gerade auf, dass ich, glaube ich, am Anfang in der Stream-Szene war. Sorry. Egal, die brauche ich jetzt eh gleich. Ich gehe nämlich gleich wieder live ab 20 Uhr und dann gibt es auch erstmal ein Ligaspiel. Eines unserer Teams schwitzt heute Abend ab 20 Uhr dann wieder rein in den Dach CS Masters und die ganze Sache werde ich natürlich casten. Gerne könnt ihr da mit dabei sein. Danach zocken wir natürlich auch wieder unsere Ründchen CS2, um ein bisschen Elo zu holen. Bin wieder etwas gefallen. Letztens noch auf 14,7, jetzt wieder auf 12,3. Aber es wird. Es wird. Gut. Dann, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf. Haut rein, dann bis gleich im Stream ab 20 Uhr. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.